Ich um Applaus für den Bundeskanzler Olaf Scholz. Gestatten Sie mir, dass ich hier für einen Moment unterbreche. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Freundinnen und Freunde des Lockerbergs, zunächst mal erfreut es mich sehr, hier an diesem sehr, sehr bemerkenswerten Ort Sie zur Lockerberg-Pressekonferenz begrüßen zu dürfen. Ja, nach Jahren der Entbehrung dieses so außerordentlichen Spektakels hier an diesem, ja, in der Branche des Bierwesens, wenn ich das so sagen darf, Herr Steinfert, bin ich fest von überzeugt, dass auch diesmal hier wieder mit sehr viel Zuwendung und Engagement, ja, gesungen, getanzt und wie mir von Sachverständigen, Innen- und Sachverständigen zugetragen wurde, Herr Schaffroth, auch ordentlich derbleckt wird. Vielleicht darf ich noch eine kleine Bemerkung machen zu dieser Salvator-Probe, die mich, ohne sie wirklich zu kennen, sehr, sehr bewegt. Von jeher ist es ja bei diesem Spektakel, ja, bei dieser Performance, wenn ich das so sagen darf, das Gebot der Stunde, jenseits von Scherz und Schabernack, auch wertvolle Impulse mit auf den Weg zu nehmen. Und dazu möchte ich meine Kolleginnen und Kollegen auffordern, ja, und geradezu ermuntern. Ich selbst, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ja wegen China schon in den USA. Dennoch, und das ist mir ganz, ganz wichtig, seien Sie auch hier auf dem Lockerberg versichert, you never walk alone. Schönen Dank. Sehr schön, liebe Nicola, vielen Dank. Wir freuen uns schon. Aber wir brauchen ein Foto, Herr Bundeskanzler. Soll ich vielleicht noch mal in unsere Mitte, wenn wir schon einmal die Chance haben. Und wir brauchen frisches Bierbier. Das ist eine große Freude. Die Maske ist auch für Theaterlicht gedacht. Da dürft ihr jetzt, ihr müsst es dann entsprechend bearbeiten. Herr Schaffroth. So, jetzt müssen wir.